Herzlich willkommen bei Terra Kultur. Das Teppichchamäleon, Fossifer lateralis. Das Teppichchamäleon ist eine auf der Insel Madagaskar weit verbreitete Art der Chamäleons. Sie sind dort bis auf den Norden und Nordwesten überall anzutreffen. Der natürliche Lebensraum vom Teppichchamäleon ist sehr unterschiedlich, von tropischen Regen- und Trockenwäldern bis hin zu Grassavannen. Grundsätzlich lebt Fossifer pardalis im tropischen Klima mit einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 2000 mm pro Jahr. Die Luftfeuchtigkeit in Madagaskar ist mit 60-70% am Tag und über 90% in der Nacht sehr hoch, was später auch bei der Terrariumhaltung bedacht werden sollte. Diese Art der Chamäleons zählt zu den mittelgroßen Arten. Das Männchen kann bis zu 20 bis 29 cm groß werden und die Weibchen bleiben meist kleiner. Von der Körperform her sind Teppichchamäleons eher langgestreckt und haben einen sehr hellen, auffälligen Seitenstreifen, den sogenannten Lateralstreifen. Im Bereich des Streifens befinden sich meist 3 bis 4 ovale oder auch runde Flecken, die der Namensgebung Orientteppich ähneln und damit den Teppichchamäleon. In Madagaskar findet man das Teppichchamäleon oft in Sträuchern oder Büschen zwischen Reis- und Erdnussfeldern, da von den Wäldern im ursprünglichen Verbreitungsgebiet kaum noch etwas übrig ist. Scheinbar stört das Chamäleon nicht, weil sie nämlich oft auch auf Deichen von Großstädten, wie zum Beispiel Antananarivo, zu finden sind. Fossifer lateralis ist nicht wählerisch. Sie fressen Fliegen, Heuschrecken, Grillen oder Heimchen. Auch die Futtertiere werden von mir good loaded angefüttert mit Gemüse und Obst, damit sie später für die Chamäleons sehr nahrhaft sind. Dennoch verwende ich Corvimin und Calciumpulver, manchmal auch Blütenpollen, um sie noch zusätzlich aufzuwerten. Nun zur Haltung. Ich halte die Teppichchamäleons getrennt voneinander, weil die Zusammenhaltung von Männchen und Weibchen nicht funktioniert. Bei der Terrariengestaltung ist wichtig, den Tieren ausreichend Platz zu gewähren, zusätzlich für ausreichend Lüftungsflächen zu sorgen, damit keine Stickluft entsteht. Als Grundmaß der Terrarien habe ich 50x60x100 gewählt oder 90x60x45. Da die Tiere sehr aktiv sind und den ganzen Tag im Terrarium unterwegs sind,
brauchen Sie diese Fläche auch. Wie bei den meisten Chamäleons ist hier auch eine UV-Bestrahlung wichtig. Das heißt, für die Beleuchtung verwende ich einen 50 Watt UV-Metalldampflampenstrahler von der Firma Reptiles Expert. Zusätzlich habe ich einen 70 Watt HCI-Strahler verwendet und eine T5 Vollspektrumröhre, um den oberen Bereich des Terrariums schön auszuleuchten. Dadurch schaffe ich eine tageslichtähnliche Atmosphäre, sodass sich die Chamäleons wohlfühlen. Die Flüssigkeitsversorgung der Chamäleons stelle ich sicher durch starkes Sprühen am Morgen und am Abend. Am Wochenende sprühe ich auch einmal mittags und wenn ich die Möglichkeit habe, biete ich auch einen Strahl mit Wasser an. Nun wünsche ich euch viel Spaß. Ihr werdet ein paar Aufnahmen sehen von den Jungtieren, die mittlerweile adult sind, aber die ich in meinem Archiv gefunden habe. Sollte euch dieses Video gefallen haben, freue ich mich über eure Kommentare oder teilt dieses Video. Gegebenenfalls mache ich dann weitere Videos zu Fossifa pardalis, Kinyongia böhmai, Rocasia superciliaris, Ripelion brevicaudatus, Triceros, Jacksoni willingensis. Viele Grüße, euer Schenk.